Auf jeden Fall. Also ich sage, das ist keine Selbstverständlichkeit, dass man eben so top ausgestattet wird und dann wirklich so hochqualitative Kleidung tragen darf. Und ja, also das schätzt man sehr. Und vor allem ist es für einen Athleten einfach auch wichtig, dass einfach auch, also nicht nur das Aussehen, sondern auch die Funktionalität von der Kleidung steht definitiv auch im Vordergrund. Und das ist da zu 100% gegeben. Ja, also wir verbringen ja stundenlang an der Bahn neben dem Eis. Also es ist wirklich kalt und da ist Wärme und vor allem im Aufwärmen die Funktionalität entscheidend. Also ich würde sagen, Olympische Spiele, das ist die größte Bühne überhaupt. Und ich finde, dass das für jeden Spitzensportler das größte Ziel ist. Und durch das ist das so bei meiner Sportart und für mich das ist der Traum und das größte Ziel überhaupt. Ja, ganz ein spezieller Flair verbindet mich mit Olympia. Also es ist schon, man sieht halt alle Athleten von weiß ich, Disziplinen. Jeder ist um gleichen Zweck da, jeder will irgendwie Medaille mitnehmen. Es ist eine enge Verbindung, die zwischen den Athleten besteht und auch zwischen den Nationen. Man sieht so ein bisschen alles. Also irgendwo ist man Zuschauer und auch selber Athlet. Also es ist wirklich sehr speziell. Gut, sehr fein. Ist schon mal sehr wichtig. Und hoffentlich ist es sehr warm dann drüben. Und, ja, das ist für mich die wichtigsten Faktoren. Millet ist einfach ein Top, wenn nicht der beste Berg-Mountain-Bekleidungshersteller. Ich war selber mit Millet auf 8200 Meter Bergsteigen und ich kann das aus Erfahrung sagen, es ist der beste Ausstatter und es ist uns eine hohe Ehre und auch Freude, dass es uns gelungen ist, ihn wieder an Bord zu bekommen. Genauso Eri, schon ein langjähriger Partner, der keine Mühen und Kosten gescheut hat, um uns hier eine tolle Ausstattung zu designen und zu liefern. Also von dieser Seite her, mit Salomon an den Beinen, werden wir keine kalten Füße bekommen. Also von dieser Seite her werden die Athleten sehr zufrieden sein. Es gibt natürlich mehrere Highlights, aber eins davon habe ich natürlich jetzt hier an. Das ist mein persönlicher Favorit, nicht nur wegen der Farbkombination, sondern auch was drin steckt. Ja. Also wir verarbeiten natürlich nur beste Materialien, das ist unser Anspruch. Das sind wir unseren Athleten, unseren Sponsoring-Partnern auch schuldig, dass wir da wirklich nur Best-in-Class-Fabrics, Produkte, Schnittführungen, Details, Ausstattungsmerkmale sozusagen verbauen bei den jeweiligen Artikeln. Ja. Bei der Jacke sind jetzt 100 Gramm Füllmaterial drin. In der Regel sind normalerweise in üblichen Isolationsjacken nur 60 bis 80 Gramm verbaut. Das heißt, wir legen eigentlich immer noch mal eine Latte drüber, um wirklich den Athleten den entsprechenden Schutz und den entsprechenden Komfort zu bieten. Ja, also mit heutigen Tag ist natürlich der große Startschuss von der Präsentation der Olympischen und Paralympischen Kollektion für Peking 2022. Es war für uns natürlich wieder eine sensationelle Aufgabe, das österreichische Olympische Komitee und das Paralympische Komitee mit unserer hochfunktionellen Ware auszustatten. Es sind in Summe 15.000 Teile, was wir für beide Komitees gemacht haben. Davon 20 Teile für jeden Athleten. Bei Salomon ist immer das Motto von Athleten für Athleten und was gibt es Besseres als das olympische Team. Hier sind die besten Athletinnen und Athleten von ganz Österreich vereint und genau das ist unser Spirit, dass wir auch hier das Feedback von diesen Athleten haben wollen und natürlich hier unsere Kompetenz unter Beweis stellen wollen, dass wir einfach für sie die beste Ausrüstung zur Verfügung stellen. Ja, natürlich. Also es ist jetzt meine zweite Einkleidungspräsentation mit dem Olympischen Komitee gemeinsam. Es ist dann schon ja, ganz was Besonderes, auch wenn man die olympischen Kollegen sieht, das Wintergewandel zum Tragen. Also da kommt dann schon ein bisschen ein Feeling auf und das sind da noch ein bisschen mehr als 100 Tage bis zu den Paralympics. Aber ja, also da kommt schon ein bisschen das Kribbeln sozusagen. Für uns auch immer eine große Freude, diese Kollektionspräsentation gemeinsam mit dem Österreichischen Olympischen Komitee zu machen, gemeinsam seit Peking 2008. Es gibt auch ein kleines Jubiläum dazu und wie man gesehen kann, also von der Funktionalität sehr hoch, eben auch vom Tragekonform. Also und sie haben auch alles sehr fesch ausgeschaut drinnen und von daher ist alles passend, also sehr, sehr erfreulich und ich freue mich schon, wenn ich dann alle wieder in Peking so in dieser Ausstattung sehe. Ja, absolut. Also die Olympiasaison an sich ist ja schon etwas Besonderes, aber jetzt
so kurz davor mit der Einkleidung. Also es wird jetzt alles ein bisschen realer, es wird alles greifbar, worauf man die letzten Jahre hingearbeitet hat. Und so ein bisschen ein Knistern in den Fingerspitzen. Ja, ich bin ja nur im Slalom und Anführungszeichen am Start. Und da ist schon das Ziel natürlich so eine Bronzemedaille, will schon ganz nach vorne. Ja, also wenn man dann zum ersten Mal die Riemenwäsche anhat, dann kommt es schon sehr nach, muss ich sagen. Also ja, kommen Erinnerungen hoch vor die letzten Jahre. Also wichtig ist einfach, dass man sich wohlfühlt in der Ausstattung und dass es einfach auch eine gute Qualität hat. Und da kann ich nur sagen, ich bin 2018 Oberolympia gewesen und da war es richtig kalt, aber mit dem Gewand ist es eigentlich echt gut gegangen. Also das ist schon wichtig, wenn man einen gescheiten Ausstatter hat und ein gutes Gewand für die Olympischen Spiele. Selbstverständlich haben die Fans auch die Chance auf die Olympischen Ringe und wir hoffen natürlich schon über den Webshop, der was über das IOC natürlich gestreut wird, dass dort auch reger Zugriff herrscht. Wir haben den gelauncht ja schon für Tokio 2021 und der ist sehr, sehr gut angelaufen und die Fans haben sich dort natürlich mit Fanware dementsprechend eingedeckt. Ja, so genau, seit meinen vierten Paralympics. Ja, die Erfahrung ist groß, aber es ist jedes Mal was Neues, weil man das Event ist alle vier Jahre und da kommt einfach keine Routine auf. Man hat schon Erfahrungswerte, wie man sich vorbereitet auf die Bewerbe, aber es ist natürlich auch von Land zu Land verschieden und man muss sich da wieder neuen Gegebenheiten widmen und da offen auf die Gegebenheiten auch zugehen und dann glaube ich, dann kann man schon gut sich gut in Peking präsentieren. Auf jeden Fall. Also es ist immer eine große Ehre, bei der Einkleidungspräsentation dabei sein zu dürfen und schon einen ersten Einblick zu bekommen, eben was wir bekommen, wie alles ausschaut und wie es vor allem zum Tragen ist. Und natürlich spielt es eine Rolle und man kriegt noch mehr Appetit auf die Olympischen Spiele.